So, hier haben wir wieder was, wo wir es festmachen können. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Genau, hier haben wir uns ja mit dem Bad Guys geprügelt. Hier kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass hier noch irgendwie was ist. So, mal eben kurz um die Ecke hüpfen hier. Feuerzeug an, quasi. Und ab dafür. Klönk. Wieder ein bisschen Bergungsgut. Das Bergungsgut, das tut uns gut. Hashtag schlechte Witze. Das haben wir schon. Nee, ich wollte schon. Aha! Guck mal, das haben wir auch schon mal angemacht. Da oben könnte sogar noch ein Grab sein. Von da sind wir runtergegangen. Da haben wir aber auch schon mal einen auf jeden Fall übersehen, den wir noch anzünden können. Hup. Alles klar, das bringt schon mal nichts. Okay. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Die Hälfte. Oh. Oh Gott. Mach du mal. Ich würde sagen, du kannst gerne uns mit dem Molotow beschmeißen, aber ganz ehrlich, ich glaube, an der Stelle bist du die Person, die dann das Nachsehen hat. Ah, was machst du denn? Lara! What? Hä? Okay! Sehr gut. Jetzt bin ich. Ja. Ich war gerade noch hier oben. Oder? Ja, okay, gut. Also, das ist schon mal. Und das wollte ich jetzt quasi hier unten auch machen. Ich wollte hier runter. Das haben wir sogar schon angebracht. Was ich mich jetzt halt einfach frage, ist, warum zur Hölle bist du jetzt gerade seitlich gehüpft? Was war denn da los? So, da müssen wir hin. Die Frage, kann ich nur eines? Ja, ich kann gerade nur eines immer. Da festmachen, dann machen wir mal den hier. Und machen so ein bisschen hin und her dann. Da lag was. Scheint so weit weg zu sein.
Okay. Das können wir jetzt hier quasi dran festmachen. Dann kommen wir da hin und her. Ist so ein bisschen hin und her halt auch gefragt. Guck, dann können wir nämlich auch hier das festmachen. Ob das jetzt die sinnvollste... Ah! An der Statue verbrannt, Entschuldigung. Ob das immer die sinnvollste Sache ist, weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Hier ist auf jeden Fall nochmal... Nein! Oh, Lara! Jetzt lass doch den Scheiß, du! Weißt du, wenn du willst, dass du da hochgehst, dann machst du es nicht, ja? Aber da, wo ich mir denke, im Sinne von jetzt gerade, bitte nicht. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Okay. Jetzt haben wir hier wieder eins. Das ist zu weit. Das können wir daran machen. Dann haben wir hier so ein richtiges Wirrwarr an Netzen. So, und hier müssten doch... Genau. Sehr, sehr gut. Haben wir natürlich auch was, womit wir wieder zurückkommen, weil ich wollte mich ja noch ein kleines bisschen umgucken. Ich bin hier ja noch gar nicht fertig, vor allem weil wir auch sehen, dass da hinten noch was liegt. Jetzt nur die Frage, komme ich so... Nein! Aua, ich habe sie zwischen dem Baum und dem Berg geklemmt. Baum und Berg, Lara. Nein! Also das ist halt offensichtlich... Ich muss darüber. Genau. Das, was du quasi möchtest, Lara, das ist ja... warte mal. Wir können das auch so machen. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Aber nur ein bisschen, vielleicht. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Verurteil mich nicht. Da sind auch die letzten Eierkens. Jetzt nur die Frage, wie machen wir das jetzt? Weil ich weiß nicht, wie ich da wieder hochkomme, so. Ja, okay, ich habe eine Idee. Zack. Guck, so haben wir dann eine schnellere Verbindung hin und her. Hoppa. Was mir gerade auffällt, was ich komplett gar nicht überprüft habe. Okay, ausnahmsweise mal nichts. So. Sehr gut. Amerikanische Soldaten würden so etwas nie zurücklassen. Ich glaube, keiner von ihnen ist lebend von hier weggekommen. Amerikaner und Japaner also.
Und damit haben wir auch hier sehr schön die Herausforderung gemeistert. Und zack. 7 von 10. Machen wir das mal. Und hier ist dann auch noch Sabbat. Okay. Das ist unser Rückweg. Das sieht wieder so aus, als wenn hier so ein Grab wäre. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Okay. Zack. Das passt ja schon mal ganz gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt auch alle kleineren Inseln hier soweit abgegrast, ne? Beziehungsweise da oben noch nicht. Moment. Ja. So. Wollen wir ja nicht unterschlagen. Den allerersten Weg, den wir hier quasi hätten gehen können. Geheimes Grab in der Nähe. Zack. Meinst du zufällig das hier? Okay. Das andere Grab jetzt erst machen zu können, oder jetzt erst zu machen, wäre natürlich ein Stück weit sinnvoller gewesen, weil du dann nicht dieses Rätsel hast, weil du einfach die Fackel anmachst und fertig. Das wäre natürlich auch nicht ansatzweise so spannend dann. So. Hier sind auch wieder so Eingrabungen. Kann ich hier die Kerzen anmachen? Leider nicht, ne? Hä? Geh doch da lang. Oh, holy. Alter. Das sieht schon ein bisschen größer aus. Ist das geil. Das sage ich jetzt, bis ich das Rätsel gesehen habe und dann wahrscheinlich dran verzweifle oder so. Weichen seinem Feind aus und schossen ihn mit einem Feind ins Knie versetzen. Alles klar. Sieht sehr gut aus. Machen wir das mal.
Bergungsgut. Das haben wir jetzt. Hier haben wir jetzt auch schon 2 von 3. Gepolsterter Schaft, machen wir das mal mit dran. Sehr, sehr gut. Da bin ich mal gespannt. Alter, wie das hier windet, wa? Okay, hier kann ich irgendwas machen. Oh, hallo, Ferdi. Bist du ein trojanisches Pferd? Okay. Okay, es hält also nur eine gewisse Zeit lang. Alles klar. Ah, ich sehe, was wir machen müssen. So, das muss schon nach oben. Aber wir müssen halt da drauf. So, damit, wenn das jetzt gleich dann aufbricht, wir dann da vorne weiter können. Okay, 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 okay. I see. Clever gemacht. Und hopp. Wahrscheinlich schon. Und so wie das hier ausschaut, könnte sie auch Skyrim drin spielen. Also dann liegt da so ein Draugr drin und kommt erstmal vorbei und will dir ein kleines bisschen alles wegnehmen. Nimm dir mal ein Krönchen mit, eh? Noch ein Fähigkeitspunkt. 1 von 3 Teile gefunden. Handfeuerwaffe. Ah, guck mal. Geocache, Belohnungsorte ansehen. Ich weiß immer noch nicht so genau, was uns das sagen soll. Die Belohnungsorte der Geocaches. Wenn du wahrscheinlich alle zusammen hast. Guck mal, hier sind noch ganz viele. Und die Reliquie heißt, ich weiß nicht genau, warum manche weiß sind und warum manche nicht. Da müssen wir, das heißt, hier haben wir aber noch auf jeden Fall ein paar Geocaches, die wir noch nicht mitgenommen haben. Ja, das sehen wir dann, ja. Hup. Hup. Okay. Das ist so stark gemacht und das ist das 2013er Tomb Raider. Ich bin halt echt gespannt auf alles, was noch kommt in dem Teil und natürlich auch in den ganzen danach spielenden Teilen. So, einfach weil wir es können. Ausweichkill. Um Feinde ohne Helm zu töten. Okay, also da brauchen wir auf jeden Fall Rang 3 erstmal. Dafür müssen wir noch 4 Punkte ausgeben. Und hier können wir jetzt auch... Erhöhte Schussfrequenz. Nehmen wir erstmal das hier. Zack. Und dann erstmal raus. Ist windig. Lara ist eh schon kalt genug. Da müssen wir jetzt nicht noch irgendwie eine Erkältung quasi forcieren. So, mach dir mal schön die Fackel an.
und dann... Warum sie sich manchmal so komisch nach links umdreht und umguckt, das verstehe ich noch nicht ganz. Vielleicht habe ich dann da irgendwas übersehen. Was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass die ganzen Geocaches in Kombination irgendwie einen Ort ergeben, wo du dann was finden kannst. Da drücken sie... Welche Taste ist das denn? Die hier. Belohnungsort. Ich weiß aber nicht, ob Belohnungsort das hier gemeint ist. Verstehst du? Hier kommen wir raus. Wir können ja mal einfach hier einen Wegpunkt hinsetzen. Mal gucken, was dann passiert. Habe ich noch gar nicht genutzt. Und dann schmeißt sie einfach ganz eiskalt das Ding weg. So, da ist mein... Hier ist der Geocache. Okay. Und hier unten? Hier unten ist ja nichts, wo du dich irgendwie dran aufhalten kannst. Da vorne ist noch was. So etwas weiter links von uns. Gut, hier können wir so hinhüpfen, denke ich mal. Ja, ist jetzt nicht angenehm gewesen, aber das funktioniert. So. Ach so, weil wir jetzt nah an dem Ding dran sind. Da will ich aber leider noch nicht hin, Lara. Hier unten müsste also der Geocache sein. Wow. Ach, guck mal, hier unten ist ja auch noch was. Schafft Lara das wohl? Hier sehe ich nichts. Wir können ja mal hier zurückgehen und dann da unten lang zu gehen. Das ist, glaube ich, das Ding, wenn du die, wenn du dieses verstärkte, diesen verstärkten Anker hast, ne, mit dem du dann da lang kannst. Aber ich glaube nicht, dass Lara den Schutz übersteht, weil da unten, wie gesagt, sind noch Sachen. Hä? Was machen Sachen? Auch wenn ich mir vorstelle, Lara hat schon Höheres überlebt. Schlimmeres, so rum. Ja, gucken wir mal. Wir werden hier wahrscheinlich noch nicht fertig sein. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen hin und her kommen. Zack, dann machen wir das mal. Ja, deswegen habe ich doch das Seil da angebracht, Lara. Du. Damit wir hier auch langkommen. Okay. Genau. Schön schnell, schön schnell. Gut, die haben wir ja im Vorfeld schon gesehen, deswegen fand ich das... Das war nicht so überraschend. Ding hier mal an. Leuchten wir mal erstmal ein kleines bisschen heim. Hallo? Wurden Sie etwa gefangen genommen? So. Achso, das ist kein Bergpass. Also wieder ein neues Gebiet. Hier gibt es aber auch ein Lager. Rod hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge. Sie macht sicher nur eine Besichtigung.
Du bist ein schlechter Lügner. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Okay. Hier haben wir das Lager. Tageslager, ausgedorrte Schlucht. Aber wir müssen jetzt hier natürlich nichts groß machen. Wir haben ja noch nichts. So, schön umgucken. So. Ich finde sowas so ultra spannend. Ich würde sowas halt unglaublich gerne mal in echt sehen. Aber ich hätte halt Angst, dass ich da irgendwas aus Versehen zerstöre, weil ich einfach zu tollpatschig bin in dem Moment. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Ja, guckt euch das mal an. Sorry, aber ich habe früher schon sowas wie Indiana Jones unglaublich geliebt. Und Lara Croft und Tomb Raider dementsprechend halt auch vom Stil her sehr, sehr gefeiert. Aber eine Pilgerfahrt. Boah, ich liebe sowas. Sowas würde ich halt, wie gesagt, unglaublich gerne mal sehen. Weil es gibt solche eine Sachen. Königin. Himiko? Lara, das weiß ich nicht. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Da ist doch der Typ. Unglaublich. Okay. Hier kann ich irgendwas ranhängen. Da ist was zu klettern. Ich gucke schon nach Alternativen, einfach aus dem Grund, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da ohne weiteres hinkommen. Und er antwortet ja auch nicht. Oh mein Gott. Ja. Hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Was? What the fuck? Igitt! Was zur Hölle? Ah, willkommen bei Dead by Daylight. Wir spielen den neuen. Okay. Wir spielen den neuen Survivor. Ich glaube, wir haben leider keine Zeit dafür. Wir haben irgendwie für gar nichts groß Zeit. Oh, das muss so stinken, so derbe. Was geht hier vor? Ja. Okay. Das sind nicht Little Nightmares, das sind jetzt gerade Big Nightmares, die wir hier das spielen. Gut, eigentlich könnte der hier, glaube ich, nicht reinkommen, weil da ist alles voll gepflastert mit Leichenteilen. Ah, oh mein Gott. Oh, mit der Keule willst du keine Bratpfanne kriegen, ey. Vorsichtig. Oh, ist das widerlich. Ah. Kloster an der Schlucht. Alter, was das hier windet. Das Ding ist, wir kriegen Shotgun-Munition. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwo eine Waffe übersehen haben. Kann das sein?
Was ich mich ja wirklich frage ist, kann mal jemand zählen, wie viele Leichen hier rumliegen? Schützengraben, Schrotflinte. Ach, guck mal eine an. Sie suchen nach mir. Jetzt können wir das also entsprechend nutzen und öffnen. Okay. Ich hasse Gräber. Ja, ich fürchte, da wirst du aber nicht drum rumkommen, Lara. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Und nicht erst seit heute. Ja, genau. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Lara, Sonnengöttin. Eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Ja. Das,